Hallo zusammen, herzlich willkommen zur Vorbesprechung unseres anstehenden Auswärtsspiels. Der 34. Spieltag steht an. Wir treten an am Samstag um 15.30 Uhr im Signal Iduna Park bei Borussia Dortmund. Da geht es um 3 Punkte. Es werden 4.200 Hertha-Fans uns begleiten nach Dortmund. Und zum Personal gibt direkt unser Cheftrainer ein kleines Update, bevor wir dann die Fragerunde eröffnen. Felix, bitte. Ja, ich wollte heute etwas zum Personal sagen, weil wir doch eine größere Anzahl an Spielern mittlerweile nicht 100% fit haben. Da handelt es sich zum einen mal um Verletzte, wie natürlich den Alexander Schwollo, den Lukas Klünter, Marvin Plattenhardt, der aber aus unserer Sicht gute Fortschritte gemacht hat und wahrscheinlich am Samstag zur Verfügung steht. Dann natürlich Dong Jung Lee noch und der langzeitverletzte Kilian. Darüber hinaus haben wir aber ein paar Kranke halt auch jetzt schon gehabt mit dem Linus Gechte, der immer noch krank ist, sowie Maulida, der krank war, aber zurück ist. Niklas Stark ist auch wieder zurück, aber fühlt sich noch nicht so, dass er bisher mittrainieren konnte. Und darüber hinaus hat es dann noch Detrick, unseren Kapitän, erwischt Anfang der Woche, der aber heute signalisiert hat, dass er sich besser fühlt und er will unbedingt am Samstag mit dabei sein, sodass wir dann nur noch den Anton Kade haben, der noch krank ist. Aber ansonsten waren es aber jetzt auch genug und genug Kranke und deswegen habe ich mir ein paar Sorgen gemacht Anfang der Woche, denn mit Gechter, Stark und Boyata waren ja gleich 3 Innenverteidiger krank. Und wenn jetzt unser Kapitän noch ausgefallen wäre, hätte es uns dann schon vor Probleme gestellt am Samstag in Dortmund. Aber so hoffen wir drauf, dass Detrick mit dabei ist und dieser macht einen guten Eindruck. Ich gehe davon aus, dass er mit von der Partie ist. Das wäre es dann jetzt zur personellen Situation gewesen. Vielen Dank. Dann gehen wir in die Fragerunde und starten beim Tagesspiegel und Stefan Hermanns. Ich hätte da gleich eine Anschlussfrage dran. Wie sieht es aus bei Marton Dardai? Der ist ja am Samstag ausgewechselt worden, war, glaube ich, gestern auch nicht beim Training dabei. Der war schon beim Training dabei, hat aber dann, weil er wieder Probleme hat, auch das Training abgebrochen. Er ist aber heute auch nochmal behandelt worden und müssen wir jetzt heute Nachmittag abwarten. Sieht nicht so schlecht aus, also ich habe der Hoffnung, dass der heute wieder mitmacht. Weiter geht's bei Inga Bödeling für die Berliner Morgenpost. Auch eine Nachfrage zum Personal. Das waren jetzt relativ viele Krankheitsfälle. Ist da eine kleine Grippe-Rolle über das, Welle über das Team gerollt? Oder woher kamen diese geholfenen Erkältungs... Das sind also alles so Erkältungskrankheiten, die von Mandelentzündung ausgehend behandelt wurden. Und Linus zum Beispiel, der hat ja schon mal krankheitsbedingt gefehlt. Dann hat er angefangen, wieder einen Rückschlag erlitten. Und ähnlich war das bei Niklas Stark ja auch, der dann nach dem Rückschlag wieder ausgefallen ist. Und sieht es so aus, als hätte wohl einer mal den anderen angesteckt. Aber ich glaube auch, was ich gehört habe, in Berlin gibt es auch schon im Moment immer mal jemand, ne, der sich da irgendwo ansteckt. Und bei Detrick war es wahrscheinlich so, dass er von seinen Kindern was abbekommen hat. Ne, weil, wenn man Kinder halt zu Hause hat, klein, dann ist das halt durchaus normal. Lisa de Reuter für Sky Sport News. Dann aufs Spiel zurückzukommen, Samstag. Am Samstagabend nach dem Mainz-Spiel klangen Sie noch nicht so optimistisch, was die Partie gegen Dortmund angeht. Wie ist der Stand jetzt am Donnerstag, 2 Tage vorher? Was trauen Sie Ihrer Mannschaft zu und wie genau haben Sie sich auf den BVB jetzt vorbereitet?
Ja, wir haben uns natürlich wie immer intensiv vorbereitet auf den BVB und der BVB ist ja für uns auch keine unbekannte Mannschaft. Von daher denke ich, ist auch die Ausgangssituation ja klar. Wir spielen heute gegen den, oder heute sage ich, wir spielen am Samstag gegen den Vizemeister. Ja, also die zweitbeste Mannschaft in Deutschland, die ja auch gespickt ist, ne, zum Beispiel ne, mit dem immer noch Weltklasse-Spieler Haaland oder ja, andere wirklich exzellente Fußballspieler in den Reihen, also fast alles Nationalspiele. Und von daher kann man nicht drum herum reden, ist natürlich Borussia Dortmund klarer Favorit, aber das, wenn jemand Favorit ist, bedeutet ja nicht unbedingt, dass der Favorit immer gewinnt. Wir wollen natürlich uns so gut und so teuer wie möglich verkaufen und wollen nochmal mit einer guten Leistung auch sagen wir, die Saison am Samstag abschließen, egal wie das dann halt kommt. Und in dem Zusammenhang will ich halt nur vielleicht nochmal dahin oder darauf verweisen, dass wir aus meiner Sicht schon auch gute Fortschritte hier gemacht haben. Also als ich hierher kam vor ein paar Wochen, da war im Grunde alles voll Resignation und Hoffnungslosigkeit und keiner hat mir ein FIFA oder wenige haben nur noch einen Pfifferling auf uns gegeben und wir haben die Kurve aber gekriegt nach den ersten Spielen, vor allem eben nach dem Derby gegen Union Berlin und haben uns natürlich eine tolle Ausgangsposition jetzt erarbeitet. Ne, wir haben ja schon das Minimalziel, nämlich eben nicht direkt abzusteigen, letzte Wochenende erreicht und jetzt wollen wir natürlich das Maximalziel, den Klassenerhalt zu schaffen, an diesem Wochenende angehen und erreichen. Und dazu gibt es auch allen Grund, dass wir Hoffnung haben, weil wir uns eben stabilisiert haben, weil wir auch gegen Mainz 05 ja nicht unterlegen oder deutlich unterlegen waren, ne, sondern wir haben ebenbürtig dagegen gehalten, haben ne, mit einem Fehler ein Gegentor bekommen, dann eben durch die Standardsituation. Sowas kommt immer mal vor. Man kann nie davon ausgehen, dass man in einer Saison kein Standardgegentor bekommt, aber das ist bei uns halt sehr selten geworden und deswegen ne, kann ich nur sagen, haben wir uns so stabilisiert, dass wir eben auch vor Borussia Dortmund ne, nicht Angst haben müssen, sondern wir wollen da auch alles geben und versuchen, das Maximale rauszuholen. Stefan Hermanns, Tagesspiegel. Eine Frage an beide. Wie groß ist die Nervosität? Sie sind ja beide lange dabei. Wie groß ist die Nervosität vor dem Spiel am Samstag? Das ist ja immer die Frage. Ich bin immer nervös vor Spielen, ganz egal. Ob das jetzt die Partie damals gegen Hoffenheim oder gegen Leverkusen war oder jetzt die Partie gegen Borussia Dortmund, das gehört für mich zu dem Job, zu dem Geschäft dazu. Ich will immer gewinnen und da ich immer gewinnen will, ja, aber dafür nicht garantieren kann, bin ich immer nervös, ob alles auch so läuft und alles richtig vorbereitet ist, ne, sodass man dann halt auf dem Platz dann in der Lage ist, eben alles zu geben und auch dann alles so zu geben, dass man auch ein Spiel gewinnen kann. Aber das weiß man halt vorher nicht. Ne? Aber da ich für das Spiel verantwortlich bin, bin ich halt so und so nervös, egal gegen wen und um was es geht. Ja, dadurch, dass er auf der Tribüne sitzt, bin ich eher angespannt als nervös. Also ich kann es mir in Ruhe von oben anschauen. Ich habe die Situation auch schon mal unten auf der Bank gehabt. Da bist du schon ein bisschen anders verhaftet in dem Thema. Und natürlich auch viel, viel, viel noch enger dran, weil es unten am Platz ist, weil man auch schlecht siehst. Und von oben ist es dann doch ein bisschen überschaubarer. Ja, das ist dann schon, natürlich ist eine Anspannung da. Das wird bei allen aber so sein, die für uns fiebern. Ja. Dann gehen wir zu Inga Bödeling und dann kommen wir zu dir, Jakob. Herr Magath, wie haben Sie die Stimmungslage der Mannschaft im Laufe der Woche wahrgenommen? War da am Anfang erstmal Aufbauhilfe nötig, weil der Klassenerhalt erstmal verpasst wurde? Oder war da so eine Jetzt-erst-Recht-Mentalität auch zu spüren? Ja, wir waren natürlich enttäuscht, ne, denn wir waren ja knapp davor, haben wir nur ein paar Minuten gefehlt, ne, um den Klassenerhalt auch zu realisieren. Und von daher waren wir schon enttäuscht, aber
wie gesagt, wir haben darüber geredet und wir haben uns auch klar gemacht, nochmal, was ich Ihnen ja jetzt ja auch gesagt habe, dass wir auf einem guten Weg sind, dass wir unsere Leistung abliefern, dass wir auch gegen bessere Mannschaften dagegen halten und von daher haben wir jetzt wieder die Stimmung, dass wir auch uns zutrauen, auch in Dortmund etwas zu erreichen. Und mit dieser Gewissheit, dass wir das können, dass wir 90 Minuten kämpfen können, fahren wir auch dahin. Dann gehen wir zum RBB und Jakob Rüger. Herr Bobic, es gibt wieder so ein paar kleine Störgeräusche. Die Abwahlanträge gegen Präsident Werner Gegenbauer sind jetzt nicht neu, aber jetzt tauchen Gerüchte auf, macht er weiter, tritt er eventuell zurück. Inwiefern beeinträchtigt das Ihre Arbeit und vielleicht auch ein Stück weit die Vorbereitung auf dieses wichtige Spiel gegen Dortmund? Gar nicht, weil ganz ehrlich, die Jungs, vor allem die Fußballer, die fokussieren sich jetzt auf den Spieltag. Und das ist für mich jetzt auch erstmal das Wichtigste, was hinter den Kulissen läuft und was wir in Ruhe besprechen auch. Das soll auch erstmal da bleiben, dass es natürlich immer Gerüchte gibt, gerade in so Phasen und bei uns ja eigentlich durchgehend, durchs ganze Jahr. Ist ja schon fast normal. Ist natürlich manchmal ärgerlich in der Arbeit, in meiner persönlichen Arbeit, die man machen muss. Das ist klar. Aber trotzdem musst du das jetzt einfach, den Fokus ist gerade nur der Sport und ist im Endeffekt auch nur die Mannschaft und den Trainern zu unterstützen, alle zu unterstützen, dass jeder seinen Job in Ruhe machen kann und dass er in der schwierigen Situation auch so die Entscheidungen treffen kann, ganz autark, so wie es jeder in seinem Bereich braucht. Das ist das Wichtigste und alles andere versuche ich wegzuhalten. Aber natürlich Gerüchte in der Öffentlichkeit, ja, ist so. Ja, ist so, wie es ist. Davon lebt die Bundesliga, davon lebt aber auch jeder Verein. Dann gehen wir nochmal zu Sky Sport News und Lisa de Reuter. Herr Magert, wir haben letzte Woche darüber gesprochen, welchen Druck die Mannschaft auch spürt, auch von der Öffentlichkeit, die werden auf der Straße angesprochen. Wie ist das mit dem Druck in dieser Woche? Denn Ihre Mannschaft hat es ja immer noch in der eigenen Hand, nur dass der Gegner an diesem Woche halt Borussia Dortmund heißt. Ja, also ich habe aber nicht nur von Druck gesprochen, ich habe darüber gesprochen, dass natürlich eine Atmosphäre entsteht, ne, durch, sagen wir, das Ergebnis des letzten Spiels und durch die Gesamtsituation. Und da habe ich Ihnen ja gesagt, ich habe ja extra darauf hingewiesen, vor dem Spiel schon, dass halt die Atmosphäre letzte Woche sehr relaxed war. Denn natürlich hatten wir einen komfortablen Vorsprung und wir hatten ein Heimspiel. Im Gegensatz zu unserem unmittelbaren Konkurrenten VfB Stuttgart. Und insofern haben wir natürlich die bessere Ausgangsposition gehabt. Und diese Atmosphäre, wie gesagt, der kann sich dann auch eine Mannschaft und ein Spieler halt auch nicht entziehen. Ne? Und insofern ja, hat da es aus meiner Sicht eben dazu geführt, dass wir halt eine Idee nicht ganz so intensiv bei der Sache waren, wie das noch eben die Woche vorher oder 14 Tage vorher der Fall war. Und wie gesagt, das hat sich jetzt natürlich wieder etwas relativiert. Ne? Unsere Situation ist nicht mehr ganz so komfortabel. Wir haben jetzt ein Auswärtsspiel und sind eben dadurch nicht eben Favorit für diese Partie, sondern wir sind der Außenseiter. Und von daher ist die Anspannung, denke ich, jetzt wieder groß, aber es ist eben auch eine Anspannung, die wir brauchen. Deswegen glaube ich, dass wir mit guten Gefühlen da nach Dortmund fahren und bereit sind, da alles zu geben. Weiter geht's bei Bild BZ und Paul Gorgas. Herr Magert, so dünn wie die Personaldecke jetzt in der Verteidigung war die Woche über, so gut aufgestellt sind Sie im Angriff mit gleich drei Mittelstürmern, die fit sind und einsatzbereit mit Belfodil, Selke und vor allem Jovetic, der jetzt wieder da ist. Haben Sie sich da schon Gedanken gemacht oder ist das etwas, was Sie in letzter Minute vielleicht entscheiden über die Formation im Sturm und vor allem welchen Faktor bringt jetzt Stefan Jovetic noch mit seinem Spielwitz, mit seiner Technik und seinem Spielverständnis? Also Gedanken mache ich mir ständig, ne, denn ich will nicht sagen, ich habe nichts anderes zu tun, aber das ist ja meine Aufgabe und deswegen bin ich ja hier und sehe, beobachte, spreche mit den Spielern, um mir halt ein Bild, ein möglichst klares Bild zu verschaffen über die Situation. Und Sie haben natürlich recht, jetzt haben wir im Sturm eine sehr gute Situation, sind alle wieder spielbereit. Gut, bei Jove muss man halt sagen, hat jetzt
doch ein paar Wochen lang nicht trainiert und nicht gespielt, sodass ich sag mal, nicht davon ausgehe, dass er in der Lage ist, 90 Minuten da bei so einem Spiel tatsächlich mitzumachen. Aber er ist jedenfalls fit und er ist, wie man auch dann bei den Trainingseinheiten sieht, auch gut drauf. Und von daher ist er wieder ein Faktor für diese Partie. Aber letztendlich war ja auch Davy, das haben wir noch nie angesprochen, am Montag, ne, am Dienstag, dann aus dem Training mal ausgeschert, hatte auch leichte Probleme gehabt, muskuläre Natur und hat nebenbei trainiert. Aber ich denke auch, dass er heute wieder ins Training einsteigt, sodass also Davy und Ishak beide natürlich zur Verfügung stehen und wir, was die Offensive angeht, oder ich dann aus dem Vollen schöpfen kann. Wir gehen nochmal zum Tagesspiegel und Stefan Hermanns. Herr Magath, Sie haben nach dem Mainz-Spiel über den Fehler von Marcel Lottler gesagt, dass man ja auch Verständnis für den jungen Torhüter haben müsse angesichts seiner schwierigen Vertragssituation. Inwiefern machen Sie sich Sorgen vor dem Spiel, da es ja jetzt gegen Dortmund geht, gegen den Verein, wo er vielleicht unter Vertrag steht in der kommenden Saison, und gibt oder gab es vielleicht bei Ihnen sogar die Überlegungen, für dieses wichtige Spiel auf der Torhüterposition nochmal eine Änderung vorzunehmen? Aus diesem Grund halt. Nein, also auf gar keinen Fall. Wie gesagt, dass auch er mal einen Fehler macht, das ist so völlig normal. Und er hat sich wahrscheinlich über seinen Fehler am meisten geärgert. Und ich habe aber auch nicht im Laufe des Spiels das Gefühl gehabt, dass er durch diesen Fehler eingeschränkt nur noch zwischen den Pfosten stand. Nein, ich glaube, das hat er gut weggesteckt, schon in oder während dieses Spiels und auch jetzt in den Trainingseinheiten, wo nichts daran zu erkennen, sondern, also da habe ich vollstes Vertrauen drauf, dass der Marcel in einer sehr guter Verfassung am Wochenende spielt und egal jetzt, wie seine Vertragssituation ist, er ist, hat auch das Vertrauen der Mannschaft und es gibt hier im Umfeld niemand, der anzweifeln würde, dass er halt momentan die Nummer 1 ist und deswegen gibt es auch überhaupt keinen Gedanken daran, irgendwas daran zu ändern, sondern selbstverständlich wird er am Samstag zwischen den Pfosten stehen und ich bin überzeugt, er wird auch einen Großteil der Leistung bringen müssen, wenn wir da in Dortmund was mitnehmen wollen. Jakob Rüger nochmal für den RBB. Herr Bobic, die Hauptaufgabe liegt natürlich in dieser Woche beim Trainerteam, die Mannschaft vorzubereiten. Inwiefern wollen, können, müssen Sie vielleicht auch nochmal in Ihrer Rolle Einfluss nehmen auf die Mannschaft in den kommenden Tagen? Ich bin ja sicherlich auch dabei beim Spiel und wir werden auch in der Vorbereitung sind wir da zusammen. Aber natürlich hast du mal ab und zu das ein oder andere, wo du kreuzt auch mit den Spielern. Aber eine große Brandrede etc., das brauchen wir nicht mehr halten. Ja, das haben wir dieses Jahr vielleicht schon ein, zwei Mal vielleicht zu viel gemacht. Das macht in der Hinsicht jetzt keinen Sinn mehr. Jeder weiß, um was es geht. Aber ihnen das gute Gefühl zu geben, auch von meiner Person einfach Zuversicht auszustrahlen, Positivität auszustrahlen, Selbstvertrauen auszustrahlen. Das ist das, was Wichtigste ist, glaube ich auch, auch für die Jungs. Und dass sie auch merken im Endeffekt auch, ja, wir insgesamt in der Führungsetage sind geschlossen. Ja, geschlossen hinter ihnen. Und das ist, glaube ich, immer das Wichtigste in dieser Situation. Lisa de Reuter. Herr Magath, Sie haben ja zuletzt ein bisschen die Bayern kritisiert, weil es für den FC Bayern um nichts mehr ging. Die waren Meister. Für den ersten FC Köln, den Gegner vom VfB Stuttgart, geht es noch um was, nämlich um die Europa League. Beruhigt Sie das ein bisschen, dass der Gegner Ihres Konkurrenten auch noch um was kämpft? Nein, also sowas, wie gesagt, schade, wir haben ja auch darüber geredet letzte Woche, ne, Mainz hätte nur 2 Auswärtsspiele in der gesamten Saison gewonnen, da habe ich Ihnen gleich gesagt, die Statistik hilft mir nicht, ne, deswegen kann ich jetzt nicht wegen der Statistik irgendwas, ich könnte mir natürlich was vorstellen, aber es hilft nicht, wenn ich mir irgendwas ausmale. Insofern, ich weiß nicht, wie der 1. FC Köln trainiert, ich weiß nicht, wie der VfB Stuttgart trainiert, es ist
ist auch nicht immer so, dass eine Mannschaft, die sagen wir, nichts mehr zu gewinnen oder zu verlieren hat, wie der FSV Mainz, dann nicht mehr bereit ist, gute Leistungen abzuliefern. Wir haben ja gesehen, die Mainzer, die haben gut gespielt bei uns und die haben sehr engagiert gespielt, die waren sehr stark in den Zweikämpfen, also die haben sich nicht geschont, obwohl sie eben überhaupt keinen Anlass hatten. Und deswegen, ne, wie gesagt, wir kümmern uns wirklich nur um uns, weil wir können das selbst noch, das haben Sie ja auch gesagt, noch beeinflussen. Wir haben alles in einer eigenen Hand und wir müssen eben alles dafür tun, dass wir in Dortmund auch mit was zurückkommen. Und das ist unsere Aufgabe. Und alles andere, was da nebenbei passiert, haben wir leider keinen Einfluss drauf. Stefan Hermanns nochmal. Du hattest am Samstag gesagt, dass die Personalie Lotka vermutlich juristisch geklärt werden müsse. Gab es darauf irgendeine Reaktion schon aus Dortmund auf diese Angelegenheit? Nein, gab es keine und wird es auch erstmal keine geben. Auch. Und nochmal, wenn alles vorbei ist, dann wird geredet. Ja. Paul Gorgas nochmal. Herr Magert, je nach Konstellation und Ausgang des Spieltages auch, könnte es auch Ihr letztes Spiel für Hertha BSC sein. Haben Sie irgendwie einen Gedanken daran verschwendet, das vielleicht nochmal extra zu genießen als letztes Spiel? Und konnten Sie schon sich irgendwas für den Sommer vorstellen, nach dieser ja auch nicht wenig anstrengenden Zeit hier in Berlin? Nein, Herr Gorgas, es ist wirklich tatsächlich so, ich habe überhaupt keinen Plan, jetzt für Sonntag oder Montag oder Dienstag oder Mittwoch, denn ich fokussiere mich auf die Partie in Dortmund und wie gesagt, auch wie gesagt, was mein Privatleben angeht, meine Familie, die sitzt in München, die wird da natürlich die Daumen drücken am Samstag, aber es gibt keine Absprache oder Verabredung, noch nicht mal dafür, wenn jetzt alles entschieden wäre, ob ich dann nach Hause, nicht nach Hause komme. Da haben wir auch noch gar nicht drüber gesprochen. Also ich habe ja immer noch hier einen Vertrag, ne, der bis zum 30.06. gilt und von daher, wie gesagt, überhaupt keinen Gedanken daran, was ist jetzt am Samstag oder was ist am Sonntag. Nachfrage noch, Paul? Ich würde es gerne mal bei Herrn Bobic probieren. Und zwar war das eine Saison, die Ihnen persönlich auch besonders lang vorgekommen sein muss mit all den Dingen, die waren bei Hertha. Haben Sie irgendein Zeitfenster, weil jetzt einfach der letzte Spieltag ist und der Sommer ansteht, haben Sie irgendein Zeitfenster im Sommer, wo Sie für sich auch ein paar Tage abschalten können, Energie aufladen können? Ich bin die Einzigen, die ein Zeitfenster haben, sind die Spieler von Borussia Dortmund, weil die haben bestimmt ihren Urlaub schon gebucht. Ja. Aber wir mit Sicherheit nicht, weil der Fokus einfach erstmal auf den Samstag ist. Ja. Und da hoffen wir, dass wir alles zumachen. Und ganz ehrlich, es steht so vieles an. Ja. Ja, so vieles an, dass ich mich als Letztes darum Gedanken mache. Ja. Gut, dass ich ein spontaner Mensch bin. Stefan Hermanns nochmal. Ich hätte tatsächlich dazu auch noch eine Nachfrage an Herrn Magath. Für den Fall, dass die Saison für Hertha am Samstag noch nicht beendet ist, haben Sie denn einen Plan, ob Sie vielleicht am Sonntag irgendwo in einem Stadion sich ein Zweitligaspiel angucken und wenn ja, welches? Also ich persönlich werde mir kein Zweitligaspiel im Stadion angucken. Aber weiß nicht, ich behaupte jetzt mal, im Gegensatz zu Ihnen habe ich in dieser Saison viele Zweitligaspiele gesehen und vor allem habe ich Zweitligaspiele gesehen vom Hamburger Sportverein, zufällig, und habe natürlich auch Darmstadt öfter gesehen, weil ich eben samstags mittags um 13:30 selten andere Termine hatte und somit mich auch für Fußball interessiere und immer Fußball geschaut habe, fühle ich mich, was die zweite Liga angeht, ganz sattelfest mit Informationen versorgt. Lisa Reuter nochmal. Sie haben ja am Samstag nach dem Spiel gegen Mainz gesagt, Sie planen mit der Relegation. Ist das immer noch so oder war das aus der Emotion heraus am Samstagabend? Nein, das ist so, ne, weil, wie gesagt, ich nie in die Zukunft sehen kann. Ich muss damit planen, weil das eben eine Möglichkeit ist und deswegen muss ich mich vorbereiten auf das, was wenn dann anschließend kommt, und wie gesagt, darauf bin ich vorbereitet, selbstverständlich, ohne dass ich mich jetzt da den ganzen Tag darum gekümmert hätte, was da so passiert. Deswegen habe ich mir auch keine Gedanken gemacht, ob ich irgendwo zum Fußballspiel fahre, weil, wie gesagt, das glaube ich nicht, dass mir oder uns hilft. Wir haben
klasse Analysten hier im Haus, die nicht nur halt die Bundesliga ständig beobachten, sondern auch über die Zweitliga informiert sind. Also wir sind, was dann Information angeht, über unseren eventuellen nächsten Gegner ausreichend informiert. Ja, bitte, noch eine Nachfrage. Einige haben auch vermutet, dass das vielleicht auch so ein bisschen Taktik von Ihnen war, um die Mannschaft vielleicht nochmal extra zu motivieren. Steckt da mehr dahinter? Also wollten Sie damit Ihre Mannschaft auch nochmal wachrütteln oder ist das einfach ein seriöser Plan von Ihnen, weil Sie halt mit dem Schlimmsten rechnen müssen? Es ist beides. Also ich wollte halt auf der einen Seite auch nochmal eben den Spielern die Konsequenzen vorführen, die sowas eben dann auch mit sich bringt. Denn, wie gesagt, das gilt ja für uns alle. Wir haben ja dann doch noch ein paar Tage länger zu tun, ne, wenn das auf uns zukommen würde. Und von daher war das beides, was ich jetzt angesprochen habe. Aber ich bin immer so, dass ich mich auf den schlechtesten Fall vorbereite. Jakob Rüber noch mal zum Abschluss. Herr Magath, eine Nachfrage noch dazu. Wenn Sie sagen, Sie beschäftigen sich durchaus auch mit dem Szenario Relegation. Herr Werle vom VfB Stuttgart hat gesagt, Relegation kann in Anführungsstrichen auch Spaß machen, wenn man es positiv annimmt. Sehen Sie das ein Stück weit ähnlich? Ja, wenn ich das letztes Mal nicht gesagt habe. Also ich sehe das positiv. Wie gesagt, nochmal, immer der Ausgangspunkt, wir haben hier zusammen angefangen und da waren wir 17, da waren wir abgestiegen. Also wir haben schon was erreicht, noch nicht ganz das, was wir als Ziel ausgegeben hatten, aber dieses Ziel kann eben durch die Relegation erreicht werden. Also insofern sind wir immer noch auf dem Weg, auch wenn wir jetzt am Samstag vielleicht nicht gewinnen sollten, auch nicht unentschieden spielen sollten in Dortmund, sind wir immer noch auf einem guten Weg. Und deswegen natürlich freue ich mich auf die beiden Relegationsspiele und freue mich auch auf den Vergleich halt mit der Spitzenmannschaft der zweiten Liga. Gut, dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Kommen, vielen Dank für die Fragen. Für die, die wollen, am Samstag ab 9 Uhr die Einstimmung auf den Spieltag mit Lena Kassel und Lukas Vogelsang. Dazu herzliche Einladung ausgesprochen. Ansonsten 15:30 Uhr sehen wir uns dann in Dortmund. Bis dahin, bleibt gesund. Hau he.